Wären Sie mal lieber dabei gewesen bei den Anhörungen, bei den Diskussionen im Ausschuss oder würden Sie einfach die Fachpolitikerin sprechen lassen, dann hätten Sie alle diese Fragen, die Sie hier gestellt haben, womit Sie uns hier die Zeit geraubt haben, alle schon beantwortet. Alles, was Sie wollten, ist dort ausführlichst besprochen worden, beantwortet worden, die Argumente dazu ausgetauscht worden und so weiter. Eine Zwischenfrage, bitte, Herr Jung. Lieber Kollege Hauschild, als Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt und Landwirtschaft weiß ich, was wir diskutiert haben. Bei welcher Ausschusssitzung warst du eigentlich? Das kann ich sehr klar beantworten. Als Fachsprecher dafür war ich bei all den Ausschusssitzungen, die das betroffen hat. Ich habe da auch Herrn Dulich nicht gesehen. So, jetzt mal noch zu dem Gesetz. Noch eine Zwischenfrage? Ich komme dann nachher zum Gesetz, ja. Ich hätte gern noch eine Frage. Ist Ihnen bekannt, dass zur Anhörung zu diesem Gesetz der Sächsische Städte- und Gemeindetag geschrieben hat, dass die Änderung des Vorkaufsrechts, also die Abschaffung, gegen unser erklärtes Votum geschehen ist und Sie dringend die Wiedereinführung erfordern? Ja. Es ist mir bekannt, dass es... Ist Ihnen bekannt? Es ist... Vielleicht, das ist ja schön was. Es ist unüblich für die Grünen, ich weiß, aber vielleicht lassen Sie mich trotzdem ausreden. Es ist mir bekannt, dass für die Abschaffung, die 2010 geschehen ist, dass es damals das gab. Ja, und in der Anhörung, in dem Wortprotokoll zur Anhörung, wenn Sie dort nachlesen würden, würden Sie sehen, dass dieses gar keine Rolle mehr gespielt hat. Offensichtlich ist die jetzige Regelung wohl akzeptiert. Und wenn Sie die Zahlen sich angucken dazu, es gibt ja die Drucksache dazu, ich habe da mal was vorbereitet, es ist zwar, gibt es eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion der letzten Legislatur. Dort wurde nachgefragt, wie denn der Aufwand und der Nutzen und die Inanspruchnahme dieser, gerade das, was Sie angesprochen haben, dieser Fälle war. In den Jahren 2006, 2007 und 2008 wurden insgesamt 60.000 Fälle geprüft, und zwar was die Landesbehörde betrifft. Die kommunalen Sachen kommen da nochmal drauf. Davon sind nur neun Fällen von dem Vorkaufsrecht gemacht worden. Da sehen Sie mal, was für ein riesiger Verwaltungsaufwand allein nur bei den Fällen war und mit welchem Ergebnis. Also ist das absolut richtig, dass wir diese Vorschrift nicht neu aufgenommen haben, sondern dass es dabei geblieben ist, was sich seit 2010 bewährt hat. Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage von Frau Kalmbach. Ich würde jetzt einfach mal zum Gesetz kommen. Wahrscheinlich wird auch dieses dann in meinen Ausführungen beantwortet, wie viele andere Dinge ja auch. So, man kann nun also ohne Übertreibung sagen, mit der heutigen finalen Behandlung des Wassergesetzes geht die Beratung zu einem der wichtigsten Gesetze dieser Legislaturperiode in die Endphase. Denn das Hochwasser vom Juni hat uns allen die Bedeutung und die Notwendigkeit neuer Hochwasserschutzregeln vor Augen geführt. Und gerade Sie von Opposition kennen mich ja mehr als man der Tat, als der vielen ewigen Diskussionen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir gerade heute über das Gesetz abstimmen, um eine Weiterentwicklung des Hochwasserschutzes jetzt auch zu ermöglichen. Doch das Wassergesetz ist mehr als nur ein Maßnahmenpaket zum Hochwasserschutz. Es regelt allumfassend vielfältige Vorschriften. Wir haben deshalb bis zuletzt am Änderungsantrag, an unserem Änderungsantrag, nicht einen von den ganzen vielen, die da jetzt noch reinkamen, gerungen. Und diesen Änderungsantrag möchte ich auch hier mit einbringen. Ich möchte mich bedanken für die konstruktive Zusammenarbeit mit den Abgeordneten der CDU. Unser Dank gilt auch dem Ministerium, das sich in minutiöser Arbeit den Anregungen des Parlaments annahm. Selbstverständlich möchte ich den Minister ausdrücklich da auch erwähnen. Sehr geehrte Damen und Herren, das neue Wassergesetz wird an die aktuellen Notwendigkeiten angepasst. Aus Gründen des Umweltschutzes haben wir den Umgang mit Querverbauungen strenger geregelt. Viele Flüsse in Sachsen sind dümpelnde Rinnsale, die teilweise kaum noch Wasser führen. Die zerschnittenen Flussabschnitte haben nicht nur verheerende Folgen für die Fischpopulation und die Gewässerökologie. Sachsen geht darüber hinaus auch eine attraktive Landschaft verloren. Ein enormes Potenzial für den Fremdenverkehr hat. Die Durchlässigkeit der Fließgewässer ist nicht nur eine wichtige Aufgabe des Naturschutzes. Gesunde Flüsse bieten auch ein hohes Potenzial für Tourismus und stellen einen starken Wirtschaftsfaktor für den ländlichen Raum dar. Deshalb wurde im Wassergesetz geregelt,
dass die umweltschädlichen Folgen, die sich aus Querverbauung ergeben können, reduziert werden müssen. Im Fokus stehen hier allerdings auch die Wasserkraftanlagen. In der Anhörung zum Wassergesetz wurde nochmal klar formuliert, dass durch diese Anlagen vielfältige und teils verheerende Wirkungen auf das Ökosystem des Flusses ausgehen. Ich habe das mir selbst vor Ort angeguckt. Man muss tatsächlich sagen, Wasserkraftanlagen, die als Laufkraftwerke funktionieren, sind ganz anders in der Ökobilanz als Ausleitungskraftwerke. Und da es dort immer wieder schwarze Schafe gibt, muss man einfach auch das benennen dürfen und man muss auch Konsequenzen ziehen. Die Überwachung, die Anordnung von Mindestwassergutachten, Festsetzung der Mindestwasserführung und Zwangsmaßnahmen bei Verstößen werden deshalb neu und strenger geregelt. Jeder, der diese Regelung ablehnt, übersieht, dass Umweltschutz eine ganzheitliche Aufgabe ist. Wir können nicht nur einen Aspekt berücksichtigen. Der Schutz der Natur beinhaltet vielfältige Facetten und es ist Zeit zu überdenken, ob wir wegen weniger als 3% der Stromproduktion weiterhin jedes Jahr tausende Fische opfern müssen. Ich sage bewusst, es ist Zeit zu überdenken. Wir wollen die Durchlässigkeit der Fischwege erhöhen. Wir wollen vitale Gewässer, die Raum zum Leben geben und Flüsse, die ihre ökologische Funktion für die Natur gerecht werden. Dafür bietet dieses Gesetz ein umfassendes Instrumentarium. Das Gesetz setzt die Verwaltungsvereinfachung mit Genehmigungsfiktion um. Es ist uns gelungen, die Bürokratie an Stellen, an denen es möglich ist, zu minimieren. Bei Ablehnung wasserrechtlicher Vorhaben soll der Antragsteller nicht im Unklaren gelassen werden. Es gilt, mögliche Kosten zu senken und die Ablehnung in angemessener Zeit mitzuteilen. Deshalb werden an gegebener Stelle Genehmigungsfiktionen eingeführt. Wie ich bereits einführend erläuterte, kommt dem Hochwasserschutz im Gesetz eine besondere Bedeutung zu. Vorschriften zu überschwemmungsgefährdeten Gebieten wurden eingeführt. Das heißt, es werden auch solche Gebiete in den Schutz einbezogen, die mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit betroffen sind. Künftig findet eine Bündelung der Informations- und Dokumentationspflichten für alle Überschwemmungsgebiete statt. Die Beschleunigung von Planfeststellungsverfahren für öffentliche Hochwasserschutzanlagen wird ergänzt durch eine Duldungspflicht von Vermessungen und Baugrunduntersuchungen im Vorfeld von Hochwasserschutzmaßnahmen. Also ganz bewusst, das sind Vorfeld, Vorbereitungsmaßnahmen. Es ist nicht, dass der Bagger dort anrollt, sondern ist das, damit man die lange Planungsvorlaufzeit verkürzt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das neue Wassergesetz bietet einen umfangreichen Maßnahmenmix, um den Schutz weiter auszubauen. Wir sagen es nochmal ganz deutlich. Ohne technischen Hochwasserschutz geht es nicht. Natürlicher Hochwasserschutz ist ein Baustein der sächsischen Strategie. Er kann aber den technischen Hochwasserschutz nicht ersetzen. Ich weiß nicht, wie die Kritiker in Sachsen einen natürlichen Hochwasserschutz in der Fläche umsetzen wollen. Sachsen ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen in Europa. Auf die Frage, wie sie in Städten, die sich an den Flüssen befinden, einen Hochwasserschutz in der Fläche umsetzen wollen, haben sie keine vernünftige Antwort gegeben. Welche Konzepte bieten Sie denn den Leuten in Bad Schandau oder in Dresden? Uns allen ist klar, der Hochwasserschutz bleibt eine Generationenaufgabe. Mit diesem Gesetz gehen wir aber einen Schritt weiter und schaffen die Grundlagen, um ihn zu verbessern und zu beschleunigen. Gleichfalls wollen wir die Leute bei der Umsetzung des Hochwasserschutzes nicht verunsichern. Gestatten Sie eine Zwischenfrage jetzt von Frau Kallenbach? Ja. Frau Kallenbach. Herr Hauschild, ist Ihnen bekannt, dass die Internationale Schutzkommission Elbe bereits im Jahr 2002 festgestellt hat, dass 35.000 Hektar Fläche für Überschwemmung zur Verfügung stehen würde und dass dieselbe Schutzkommission in ihrem Abschlussbericht erst 9 Projekte für natürliche Retentionsflächen vorgeschlagen hatten, dann aber 6 gar nicht in das Verfahren gegangen sind? Frau Kallenbach, ist Ihnen bewusst, dass es nichts bringt, wenn man nach Dresden und Meißen dann die Retentionsflächen hat, wenn in Dresden und Meißen das Hochwasser ist? Ich sprach von der internationalen Schutzkommission und dazu gehört Tschechien mit dazu. An uns wurden die Bedenken herangetragen, die Leute müssten nun prinzipiell auf Ufermauern verzichten. Wir möchten noch einmal betonen, dass dies nicht der Fall ist. Beim Rückbau der Mauern handelt es sich um einen Appell und keine absolute gesetzliche Pflicht. Und der Verpflichtete kann sich auch gegen den Rückbau entscheiden. Sehr geehrte Damen und Herren, Sachsen hat in den vergangenen 20 Jahren beim Schutz der Gewässer viel erreicht.
Das neue Wassergesetz ermöglicht es uns, diesen Weg konsequent weiter zu beschreiten. Und deshalb bitte ich um Ihre Zustimmung.